Guten Abend, Herr Schneider. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Abend, Frau Laufer. Ich komme wegen meiner Tochter Marie. Sie hat in letzter Zeit Probleme in Mathematik. Naja, in der Klassenarbeit hat sie eine 3 bekommen. Das ist kein Problem. Bis jetzt hat sie immer eine gute Leistung gezeigt. Sie steht im Moment zwischen 2 und 3. Wir schreiben nächste Woche noch einen kurzen Test. Und wenn sie eine 1 oder 2 bekommt, hat sie im Zeugnis eine 2. Aha, da bin ich aber beruhigt. Marie möchte unbedingt aufs Gymnasium gehen und deshalb muss sie gute Noten haben. Die hat sie doch. In Deutsch hat sie eine gute 2 und in Heimat und Sachkunde hat sie sogar eine 1. Das höre ich aber gerne. Wie ist eigentlich der Notendurchschnitt fürs Gymnasium? Der liegt in Bayern bei 2,33. Das heißt, Marie kann 2 Zweien und eine 3 im Zeugnis haben. Das habe ich aber nicht gewusst. Na sehen Sie, Herr Schneider. Ich glaube, Sie machen sich zu viele Sorgen. Marie ist eine fleißige und zuverlässige Schülerin. Sie arbeitet immer vorbildlich mit. Und wenn ich sie mündlich ausfrage, ist sie stets gut vorbereitet. Da bin ich aber beruhigt. Ich hatte schon Angst, dass Marie nicht ans Gymnasium gehen darf. Ich bin überzeugt, dass Marie das Gymnasium ohne Probleme schafft. Es ist zwar gerade in den ersten 2 Jahren sehr anstrengend, aber wie ich Marie kenne, lernt sie sicher weiter so fleißig wie bis jetzt. Das hoffe ich auch. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Laufer. Gern, Herr Schneider. Und grüßen Sie bitte Marie von mir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.